Hey ho, willkommen zurück zu Terranigma, yay. So, ich bin auf Level 24 mittlerweile. Ich habe gesagt, ich level mich ein bisschen hoch. Und hab sogar wieder ein bisschen mehr Kohle, yay. Okay, aber ich möchte doch noch nicht ins Schloss, weil ich habe noch einen Tipp bekommen, dass ich nochmal nach Loire soll. Weil scheinbar gibt's da wohl eine Bürgermeisterwahl, an der ich teilnehmen kann. Und das möchte ich dann auch machen, wenn man schon die Möglichkeit hat. Dann mache ich das mal, weil angeblich soll sich dadurch dann wohl einiges auch verändern. So, wir werden gleich eine Versammlung einberufen. Die Fremden in der Stadt werden Zeuge historischer Ereignisse. Ja. Der Tod des Königs lässt Loire aufblühen. Wo ist Prinzessin Melina? Sie wählen einen neuen Führer. Was ist der Unterschied zum König? Böse, furchtbar, der König ist tot. Keine Verordnungen und Steuern mehr, aber das ist ja viel besser. Bürger, ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren. Noch jemand? Ich werde auch kandidieren. Wer denn? Ach. Ach, das ist doch der Betrunkene, ne? Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Gut, Louis, gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr eure Stimme abgebt. Okay. Die Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Louis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Oh, das ist ein guter Plan. Jean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial. Dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. Ja, darf ich jetzt... Denn irgendwie ist es seltsam, dass gerade Louis etwas sagt. Okay, muss ich einmal raus und wieder rein, um an der Wahl teilzunehmen? Oder? Man müsste sich ja dann irgendwie entscheiden können, doch zwischen einem von beiden oder nicht. So. Ah, okay. So, Beeilung. Achso, hier kann ich also einen Wahlzettel reinpacken, denn. Ja, warum? Du brauchst doch nur ein Kreuz machen. So. Wen soll ich bloß wählen? Ich stimme für Louis, ja. Oder, nee, warte mal. Wer war jetzt der Betrunkene? Louis war der Betrunkene. Dann stimme ich für Jean. Er scheint für diese Aufgabe gut vorbereitet zu sein. So. Und mal gucken, ob sich dann irgendwann mal was verändert hier. So, und weg. Dann gehen wir jetzt endlich mal in das Schloss. Damit ich auch noch ein bisschen, storytechnisch was mache in diesem Part. Und dann gehen wir mal irgendwann nach Loire zurück. Wenn ich da denn zurückgehen kann, das weiß ich ja nicht. So. Auf jeden Fall gehen wir jetzt endlich in das Schloss hier rein. Schloss. So. Oh. Graf, sieh, diese Flüssigkeit ist pure Säure. Wenn du da reinfällst, wirst du bald auseinandergehen, fallen, was auch immer. Okay, dann will ich da nicht rein. Dann gucke ich mich hier ein bisschen um. Also, das ist nur einmal im Kreis gelaufen. Okay. Okay. Dann gehen wir weiter. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich direkt im Schloss. Alle. Oh, das sind doch die wieder. Ach, die sind stärker geworden. Okay. Ja, jetzt haben die einen Morgenstern. Okay. Wusch. Wusch. Aber auch nur zwei Treffer tot. Gut. Kann man hier lang? Nee. Es sah verdächtig aus. Okay, suchen wir uns hier alles irgendwie zusammen. Okay, Spinne. Hüp. Chaka greift an. Okay. Busch. Tot. Ja, aber hier ist ja gar nichts. Oder muss ich da runterfallen? Nee. Muss ich nicht. Das hat nur ordentlich. Ah, Moment. Ah. Oh, wieder Fledermäuse. Und Spinnen. Git. Git. So.
Ah. Ich hasse Spinnen. Ich mag Spinnen nicht. Ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber ich mag sie trotzdem nicht. So, Geld. Ja, so. Ah, guck mal da. Davon habe ich schon reichlich. Ja, das ist ja scheiße. Muss ich da runter? Nee. Ich dachte, da könnte man runterfahren, aber hier. Nee, auch nicht. Hä? War dieser Raum jetzt nur da für diese Truhe? Das kann ich mir irgendwie bald gar nicht vorstellen. Aber irgendwie trollt mich das Spiel mal wieder. Warum ist da oben so ein riesen Lichtschein? Kommt er von da? Ja, sieht gut aus. Kann ich da denn rüber oder so? Nee, wie komme ich denn... Ach, egal. Dann gucke ich mich weiter um. Was soll ich sonst machen? Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch noch irgendwas sein, denn... Ja, ah, die sind wieder da. Gut, oh, mit einem Treffer tot. Na, stirb. Ah. Mal schön Kohle einsammeln. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Bevor ich in die Mitte gehe. Ja. Gut, das bringt mich dann auch nicht weiter. Okay. Ja, dann kann ich ja nur in die Mitte weitergehen. Stirb. So. Wow, noch einer. Na, stirbst du mal so. So, dann gehen wir mal hier. Was sind das für Gemälde? Das sind ja echte Bilder denn, okay? Die Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Gespenst ist, wie in einem Albtraum. Okay. Joa. Okay, dann gehe ich mal hier hoch. Um was zu finden. Okay. Ein Kronleuchter. Okay. Gemach. Was ist denn hier? Was? Geht ja ziemlich weit nach oben. Okay. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Gegner, der mich mobbt. So, ein Kristall. Sehr gut. Hier ist ein Bett. Ja klar, ist ja ein Gemach. Graf betrachtet ein altes Buch, das Tagebuch des Königs. Vor einer Woche erkrankte meine Frau, ihr Zustand wird schlechter. Vielleicht hat der Verlust unserer Söhne ihr den Willen geraubt. Sie spricht im Schlaf, dass sie niemals Ruhe finden wird. Okay, das klingt unheimlich. Das klingt wirklich unheimlich. Sonst ist hier nichts, okay. Mal gucken, hier gab es ja bestimmt noch mehr. So. Ah ja. Oh, erstmal dich hier erledigen. Gut. Und hier drinnen finden wir... Oh! Das ist nicht wenig an Geld gewesen. Sowas gefällt mir, wenn man viel, viel Geld einsammelt. Okay, jetzt bin ich draußen. Mal hier ein bisschen umsehen. Da ist nochmal eine Truhe. Ah! Neue Rüstung, sofort ausrüsten. Ja. Mal gucken. Oh ja, plus 7. Ausgerüstet. Sehr gut. Sonst ist hier nix. Nee. Nö. Nee. Hier geht's ja bestimmt auch nicht. Nö. Wird dann wieder zurück. Achso, ich dachte, da geht's rein. Na gut, dann geht's halt hier rein. So, wieder zurück im Gemach. Moment. Nee, zurück. Wollte nochmal nach ganz oben. Da war ich ja nur ganz kurz. Mal gucken, ob es da irgendwie auch weiter ging. Ich hoffe nicht, dass man irgendwie hier so unsichtbare Wege oder sowas hat. Hier bei diesem Dunkel. Ah nee, da kann ich rüber balancieren. Okay. Dann mal ganz vorsichtig. Wie komme ich da in die Mitte zu der Truhe? Wahrscheinlich gar nicht. Ah, Mist. Blödes Skelett. Aber den Sprung schaffe ich doch nie im Leben. Doch. Okay. Ah, Kraftelixier. Sehr gut. Hüpf. Hüpf. Ah. Mein Gott. Nicht zu weit hüpfen. Ja, den Kristall lasse ich mal links liegen.
Okay, ich verstehe schon. Kann man da... Ja. Nein, ich stand doch drauf. Okay. So, ganz ruhig bleiben. Nee, da geht's nicht, also hier lang. Kapelle. Okay, okay. Geht's ewig lange nach unten. Ach so, okay. Einmal im Kreis gelaufen sozusagen. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier oben war irgendwo eine Spinni. So. Und noch eine. Ja, Geld. Okay. Kapelle. Hier ist es schön dunkel. Man sieht nichts. Ah! Sehr schön. Autsch. Autsch. So. Ah. Es stockt. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun, ja? Hab Dank. Was weiß ich, wo dein Körper ist? Ah. Na gut. Ich habe eine Seele im Gepäck. Ich muss jetzt einen Körper finden. Na, ganz toll. Nee, hier ging's nicht, aber da. So, jetzt bin ich wieder hier. Genau. Okay, hier war ja dann nichts weiter. Dann, ja, wohin dann? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich schon überall war. Das Problem mit Schlössern, wenn die zu groß sind. Stirb. Okay. Bücherei. Hier war ich auf jeden Fall dann noch nicht. Lehne für Wasserkanal. Ermögliche Austausch zwischen dem Graben und dem Brunnenwasser. Der Schalter an der Steinschlange tauscht das Wasser des Kanals aus. Okay. Lehne zur Schlosssicherung. Die Kronleuchter dürfen für Eindringlinge nicht erreichbar sein. Sie werden über den Kontrollraum Höhen verstellt. Ein altes Buch. Es enthält folgende Zeilen. Ich traf vier Männer. Der erste hatte blaue Augen. Der zweite wirkte mit seinen schwarzen Pupillen eher orientalisch. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Der letzte hatte ein falsches braunes Auge. Ich malte die Männer. Achso, das sind also die Gemälde, die wir gesehen haben. Okay, okay, okay. Ach. Ach, dich kann man denn gar nicht so erledigen, okay? Ein altes Buch. Das Tagebuch eines Soldaten. Unsere Waffen sind heute angekommen. Alle Männer werden ausgerüstet. Es ist eine wahre Tortur, diese schweren Waffen zu tragen. Ich sehne mich nach Frieden. Ein altes Buch. Das Tagebuch eines Soldaten. Im fernen Skandia entdeckten wir die Ruinen einer Stadt. Ich versteckte dort einen Schatz. Ob er jemals entdeckt wird? Ein Bericht über Kolumbus' Abreise zu einem neuen Kontinent. Endlich setzen wir die Segel. Der Himmel ist klar. Ideale Bedingungen für unsere Reise. Ich habe drei Männer mit an Bord genommen. Die Söhne der Königin. Ah. Die starben. So. Autsch. Also Fokus beschreibt Kolumbus' Rückkehr von seiner langen Reise. Viele Jahre vergingen seit dem Beginn der Reise. Im Jahre 286 kehrt Kolumbus bei seinen... kehrt Columbo heim. Dein Schiff ist nahezu zerstört. Columbo und seine Crew waren an Bord. Doch nicht die drei Prinzen. Ein historisches Datum. Aber ein Unglückstag für die Königin. Sie klagte Columbo für den Tod der Prinzen an und sperrt ihn ein. Ah. Wahrscheinlich muss ich das sogar lesen. Es enthält Überlieferungen. Die Balance von Licht und Schatten hält die Welt im Gleichgewicht. Wenn die Balance gestört ist, wird ein Held sie wiederherstellen. Der Held wird mutig mit einer ganz besonderen Waffe kämpfen. Okay. Okay, interessante Story, was wir hier gefunden haben. Ob uns das irgendwie weiterhelfen wird, wir werden irgendwann erfahren. Und zwar hier nichts mehr, ne? Nee. Okay. Und was ist auf der anderen Seite denn? Jetzt bin ich wieder in der Halle. Okay. Gehen wir wieder hier hin. Gehe ich mal nach oben. Kammer. Oh. Gebt mir meine Söhne zurück.
Meine Söhne. Das ist die Stimme der Königin. Autsch. So. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin hatte drei Söhne. Tragischerweise starben sie in jungen Jahren. Einst gehörte ich der Gefolgschaft, die Königin lebte. Achso. Die Zahl des Jahres, in dem die Stirne, war ihr sehr wichtig. Ja, 286, das hatte ich mir gemerkt. Gut, dann würde ich sagen, ich beende hier den Part und mache dann beim nächsten Mal weiter. Also bis dahin. Tschüss.